Julia, ich bin Sepp und das ist Jürgen. Und Jürgen ist jetzt im zweiten Kandidateninterview und wir fangen einfach mal an. Jürgen, stell dich doch mal vor, sag was zu deiner Person so ein bisschen vielleicht und was du sagen möchtest, was du den Leuten preisgeben möchtest, was sie denn von einem Vorsitzenden vielleicht wissen wollen würden, was der so macht. Gut, also Jürgen Erdmann, seit 2007 in der Partei, so fast alle Vorstandsämter einmal durchgemacht, bis auf die, die richtig Arbeit bedeuten, also Schatzmeister und Gensek. Ältere werden mich kennen von Versammlungen, die ich mal geleitet habe, das überlasse ich jetzt ja anderen. Ich wohne in Frankfurt, habe ein Kind und lebe getrennt. Okay. So viel jetzt erstmal so vom Privaten. Achso, vielleicht noch so Zeit, weil Stefan hatte das auch erwähnt, fand ich auch ganz cool eigentlich. Zeit kann ich momentan sehr viel für die Piraten aufbringen und auch in absehbarer Zeit, so wie das aussieht. Okay. Ja, du sagst gerade irgendwie alle Ämter außer Schatzmeister und Gensek. Du hast dich ja dadurch hervorgetan, dein eigenes Amt abschaffen zu wollen. Ja. Also du hast eine Liquid Feedback-Initiative gestartet, den politischen Geschäftsführer aus dem Vorstand zu entfernen, also das Amt. Und ja, das ist dein jetziges Amt und du willst jetzt für den Vorsitz kandidieren. Also warum dieser Wechsel und was willst du anders machen als in deiner jetzigen Amtszeit? Ja, das ist genau der Punkt, warum ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass der politische Geschäftsführer eigentlich bei der Piratenpartei absolut unwichtig ist. Aber da gab es eine entsprechende Initiative und eine Gegeninitiative. Die Gegeninitiative hat deutlich mehr Stimmen bekommen, also ist das Thema durch. Was ich anders machen möchte, eigentlich gar nicht so viel, weil ich denke, bei uns im Vorstand haben, also wie es jetzt momentan läuft, ist es so, dass wir eigentlich nicht so stark an diese Ämter, jetzt bis auf Schatzmeister und Gensek halt, gekoppelt sind, sondern jeder tut das, was er am besten kann. Und das klappt eigentlich ganz gut. Das heißt, so viel würde sich gar nicht ändern. Repräsentation nach außen käme hinzu und also mehr als jetzt. Und also das ganze Gefüge, Vorstand, die Ansicht, was ein Vorstand machen soll, was er nicht machen soll, das würde sich jetzt, also für mich, jetzt kommt dann natürlich auf die Zusammenstellung an, wir haben ja auch noch diverse Anträge, den Vorstand aufzubladen bzw. zu erweitern, käme dann da natürlich auf das Gesamtgefüge an, aber von mir aus müsste sich da jetzt nicht großartig was ändern. Was wir ändern müssen ist, das ist meins, das ist super, ja, live, nee, einfach wegdrücken. Ja. We're doing live. Okay, ja. Näher, ja, da vorne, genau. Einfach irgendwie. Ja, es ist der Reinhard. Ja, okay, gut. Das war jetzt privat. Schöne Grüße an Reinhard. Er wollte zum Piratenstammtisch heute kommen. Impuls. Jetzt habe ich den Faden verloren. Danke, ja, Reinhard. Auch also warum Stelle. Vorsitzender und nicht Polgef? Und ich meine, du trittst ja jetzt auch gegen den amtierenden Vorsitzenden an. Also irgendwas willst du ja wahrscheinlich schon irgendwie andere Akzente setzen oder so. Also warum sollte man dich wählen und nicht einen deiner Mitbewerber? Ganz ehrlich, ob sie jetzt einen Tumay wählen oder mich wählen, da kann ich es am ehesten vergleichen, weil die Arbeiten habe ich mitbekommen. Stefans Vorstandarbeit habe ich seinerzeit in Frankfurt nicht mitbekommen, weil ich damals schon im Land quasi involviert war und da von Frankfurt zunehmend immer weniger mitbekommen habe. Die ist relativ ähnlich. Ja, also ich bin nicht traurig, wenn Tumay Vorsitzender wird und ich glaube, Tumay wird auch nicht traurig sein, wenn ich Vorsitzender werde. Und Stefan werden wir halt sehen. Weil, ja, es ist, ja, nein, es ist, nein, es ist, okay, so. Nee, es ist einfach so, ich kann Stefans Arbeit nicht beurteilen. Ja, es geht einfach nicht. Und ich hab halt nur das, was ich so von, auch hier von der, an dieser Stelle rausgehört habe, das würde schon einiges ändern im Vorstand. Also ich glaube, er will da ganz andere Akzente setzen. Bei uns ist zwischen Tumay und mir ist eigentlich eher so ein bisschen, ja, bisschen die Außendarstellung oder ein bisschen wie man agiert. Also er ist ein anderer Mensch, so in einem Zwischenmenschlichen und in der, wie er auf Themen angeht, als ich. Aber vom grundsätzlichen Verständnis her sind wir uns da sehr ähnlich. Okay. Okay.
Okay, jetzt bist du natürlich gerade ganz krass eingestiegen, Julia, aber weil wir haben die Flaschenpostfragen halt hier so drin zum Piratendasein. Wie bist du zu den Piraten gekommen? Warum bist du Pirat? Warst du vorher schon politisch aktiv? Warst du dann irgendwie in einer Partei oder sowas? Okay, ja, zu den Piraten bin ich gekommen über Heise. Etwa auf Twitter heute verlinkten Gründungsartikel oder was? Es gibt jetzt auch eine Piratenpartei in Deutschland. Ja, sowas in der Art. Okay. Also das war in irgendwelchen Kommentaren, dass die jetzt auch in Deutschland gibt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das musst du dir mal anschauen. Gibt es die auch in Frankfurt? Ja, gab es. Die haben sich gerade gegründet. So, dann bin ich da einfach mal hingelaufen. Als KV schon oder als Landesverband damals? Als Landesverband. Okay. Ja. Ach, Landesverband. Das war noch Jogi Sühner und Thorsten Wirth. Der ist ja immer Dambiers, da. Dambiers, die gibt es ja auch noch. Ja, das war so, da hatten wir das erste Mal Beisitzer im Vorstand. Danach dann nicht mehr. Naja. Ja, und dann bin ich in Club Voltaire gelaufen, hab mir das angehört. Hab geguckt, ob die Chemie stimmt und ja, ich glaube, ich habe sogar noch auf dem Stammtisch direkt unterschrieben. Ja. Okay, warst du vorher politisch aktiv in irgendeiner Form oder? Nee, also wenn man jetzt mal die Sachen, die man so in der Schule macht, also damals war das NATO-Doppelbeschluss, also Pershing 2, Startbahn West, solche Geschichten, oder Schüler- oder Studierenden-Demos, ja, aber das jetzt... Ich war in keiner Partei, fühlte mich jetzt auch keiner Partei so nahe, dass ich da organisatorisch irgendwie was gemacht hätte. Das ist dann aber auch irgendwann ziemlich eingeschlafen, als ich gesehen habe, was so aus Startbahn West zum Beispiel geworden ist, nämlich dass es stumpf gebaut worden ist. Das fand ich ziemlich niederschmetternd. Das hat dann eine ganze Weile gedauert. Kann man nachvollziehen. Okay, Ämter, du hast erzählt, du hast so ziemlich alle Ämter durchgemacht, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr groß nachfragen. Welche Interessensschwerpunkte hast du politisch oder privat, ist die Frage. Also politisch ist ja erlaubt, glaube ich, aber... Ja, also privat, können wir uns nochmal privat unterhalten. Ja. Nee, segeln nicht. Nee, Golf. Kein Golf, da bist Golf, du sofort... Das ist Mini-Golf. Politisch im sozialen Umfeld bin ich sehr interessiert, natürlich auch, weil ich Vater bin. Bildung ist für mich ein Punkt, der mich allein schon aus meinem eigenen Empfinden stark interessiert und weil er einfach extrem wichtig ist, wahrscheinlich der wichtigste Punkt schlechthin, weil ich sag mal, ohne Bildung wird es halt auch mit einer Demokratie schwierig. Ja, egal, ob man jetzt wenn man direkte Einflussnahmen hat, dann erfordert das halt auch, dass man Bildung wahrnehmen kann und dass man eine gewisse Bildung hat, die allgemein ausgerollt ist. Ja, dass wirklich jeder daran teilnehmen kann, wenn ich Bevölkerungsschichten einfach unten runterfallen lassen kann, ja, dann habe ich es einfacher. Ja, und, ja, deswegen, das ist ein großes Thema für mich. Ja, ansonsten, ich habe noch nichts im Piratenprogramm gefunden, wo ich sagen muss, nee, also das geht überhaupt nicht. Ja. Da kann ich mich nicht mit auseinandersetzen oder das kann ich nicht unterschreiben. Das sind alles Themen, wo ich mich mal mehr, mal weniger einbringe, aber die ich so von der Beschäftigung her alle unterschreiben würde. Also bisher keine Beschlüsse, die du wirklich irgendwo, wo du ein Problem hast bei den Piraten? Nee. Okay. Und wie ist das, wie siehst du da die Aufgabe als Vorsitzender, so programmatisch Sachen zu vertreten? Also man wird ja als Vorsitzender dann häufiger mal von der Presse irgendwie interviewt oder auf Podiumsdiskussionen eingeladen und so. Also ich denke, es ist klar, dass man sich da nicht einfach hinsetzen kann und das Parteiprogramm vorlesen, sondern irgendwie so ein bisschen... ja, eigene Interpretation und eigene Schwerpunktsetzung muss man da reinbringen. Findest du das legitim? Wie siehst du das? Also wie viel soll der Vorsitzende da der Presse gegenüber auch irgendwie programmatische Schwerpunkte setzen? Naja, der Bubernd hat da ja schon böse Erfahrungen mitgemacht, was die Abgrenzung angeht. Persönliche Meinung zu Piratenmeinung, das kann man noch so genau differenzieren wollen. Wenn es auf der Gegenseite nicht ankommt, ist es halt schwierig. Und
da muss man halt mit Reaktionen rechnen, deswegen würde ich da wirklich sagen, also so weit wie möglich zurückfahren. Ein bisschen Interpretation wird immer dabei sein, das bleibt überhaupt nicht aus. Also auch Beschlüsse, die werden dadurch interpretiert, dass man sie zum Beispiel in einen bestimmten Kontext setzt. Also es geht nicht ganz ohne Interpretation. Aber es sollte so weit wie möglich runtergefahren sein, meiner Meinung nach. Und was Podiumsdiskussionen zum Beispiel angeht, da bin ich noch nicht mal überzeugt, dass der Vorsitzende unbedingt hin muss. Ja. Also es gibt bestimmt welche, die sich so allgemeinpolitisch irgendwie befassen. Also, auch da wieder hier, wenn die Linke ankommt und sagt, lass uns doch mal irgendwie gemeinsam schwätzen öffentlich. Ja, okay, können wir gerne machen. Ja, aber so, wenn es in spezielle Themenbereiche geht, da haben wir in Hessen, haben wir zu ganz vielen Sachen, haben wir Leute, die da wirklich tief in der Materie drin sind. Und die würde ich da viel lieber sehen, als jetzt irgendeinen Vorsitzenden, welcher immer das auch ist, der halt nur eine Allgemeinkenntnis in dem Thema hat. Und das wäre absolut sinnlos. Okay. Pat, haben wir jetzt die Frage stehen, glaubst du, dass deine Wahrheit die alleinige ist oder lässt du auch andere zu? Das ist auch jetzt eine super Frage. Ja. Ja. Meine Wahrheit ist für mich so lange die einzige Wahrheit, bis mich einer von dem Gegenteil überzeugt hat. Dass andere dann von ihrer Wahrheit genauso überzeugt sind, gehört halt eben dazu, sonst kann ich nicht eine Meinung vertreten. Werde ich irgendjemanden niederbrüllen, weil er eine andere Meinung hat als ich? Nein, habe ich glaube ich in der Vergangenheit noch nicht gemacht. Höchstens, wenn sie dazwischen quatschen. Das kann ich auf Vorstandssitzung nicht leiden. Aber nach einer Wortmeldung darf jeder sagen, was er will. Okay. Jürgen, welches politische Konzept sagt dir eher zu? Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder beobachtende, kontrollierende und unabhängige Arbeit? Kann ich das schriftlich haben? Das ist die erste gelbe Frage, das kannst du schriftlich nachlesen. Das wurde heute gestellt. Okay. Du hast 37 Minuten Zeit. Okay. Ja. Nee, weder noch. Also, da geht es ja dann um Fraktionsarbeit, das ist ja nochmal ein Stück weit was anderes. Eine Fraktion wird sich in gewisser Weise an den politischen Alltag anpassen müssen, weil es gibt Regeln, die muss man beherrschen, wenn ich kann halt nicht irgendwie wie beim LPT zwar die Hände heben und sagen, Antrag an die GO. Das funktioniert da halt eben anders. Und das sind Anpassungen, die muss man halt eben vornehmen. Kontrollieren, was an Anpassung geschieht, müssen wir allerdings auch wenn das jetzt so nicht gemeint ist, das weiß ich. Denn das ist natürlich immer wieder ein schleichender Prozess. Was mache ich mir? Die Schleswig-Holsteiner haben das ja gerade wunderschön demonstriert, wie man das vielleicht ein bisschen überbewerten kann und auf der anderen Seite absolut politisch korrekt und kompromisslos durchziehen kann. Das kann jetzt jeder bewerten, wie man das will, ob das gut oder schlecht ist, wie sie das machen. Aber die Fraktion wird ihre Sachen öffentlich machen müssen, wo sie sich anpasst, wo sie Einfluss nehmen möchte, wie sie Einfluss nimmt. Und dann kann man das bewerten und dann kann man entsprechend auch Korrekturen einfügen. Aber wenn wir etwas verändern wollen, dann können wir uns nicht nur auf eine beobachtende Position zurücksetzen. Wir müssen eigene Anträge entwickeln, wir müssen selber tätig werden, wir müssen versuchen, Kompromisse zu finden, die unsere Anträge nicht konterkarieren. Aber wenn ich einen Antrag stelle, dann setze ich mich da im Vorfeld mit den Leuten zusammen und sage, sag mal, könntet ihr sowas mittragen? Seht ihr da irgendwo Schwierigkeiten? Wofür gibt es ein Etherpad? Wir machen es bei den Piraten ja auch nicht anders. Okay. Ja, ich glaube, das ist behandelt jetzt die Frage ein bisschen anders, aber ich denke schon ganz umfassend. Ja. Dann kommen wir zum ganz aktuellen Thema. Seit Monaten gehen Klüngelvorwürfe durch den LV. Du bist ja auch aus Frankfurt. Ja. Glaubst du, dass in Hessen über das normale soziale Maß heraus geklüngelt wird? Ich habe keine Ahnung. Okay. ich bin, also
Manchmal habe ich ja ein bisschen das Gefühl, sobald man in den Landesvorstand geht, verlässt man seinen KV. Aber ich bekomme so wenig von Frankfurt mit, weil es einfach zu viel auf Landesebene ist, was man irgendwie lesen muss, wo man sich irgendwo irgendeine Mailingliste sagt, und hier musst du mal gucken, und dann abonnierst du die nächste Mailingliste und wühlst dich durch die Historie und dann denkst du so, wo warst du jetzt nochmal aktiv? Ach ja, im Landesverband, ganz einfach. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, was in Frankfurt vor sich geht, ob da irgendwas vor sich geht. Und deswegen das zu bewerten, ich habe die Mail das auf der PPH gelesen. Ich finde es schrecklich, wenn es so wäre. Ja. Ich kann es aber nicht beurteilen und ich kann jetzt weder von dem einen sagen, da wird irgendwie maßlos überzogen, noch kann ich von dem anderen sagen, da wird hintergangen oder gelogen oder sonst irgendwas. Ich weiß es einfach nicht. Und deswegen kann ich es auch nicht bewerten. Okay. Dann, das gehört noch dazu, schwebt die Aufstellungsversammlung und die lukrativen Mandate dermaßen über der Partei, dass Neid, Missgunst und Argwohn uns lähmen. Ich glaube, das ist direkt auf den heutigen Fall bezogen auf der PPH. Ich glaube nicht. Also es geht weniger wahrscheinlich um die lukrativen Fleischtöpfe, als einfach um die Angst vieler Leute, dass wir Leute in die Fraktion wählen, in den Landtag oder in den Bundestag oder in so Europaparlament, die hinter unserer Kontrolle entzogen ist. Es ist ja nicht wie bei uns im Landesvorstand, dass man sagen kann, so, jetzt suche ich mir mal ein paar Leute zusammen und dann ab dafür. Dann ist der Junge abgesägt. Oder dass das halt nur für ein Jahr ist, sondern wir haben dann 4 oder 5 Jahre, wo wir keinen Einfluss mehr haben und wo wir im Endeffekt, oder die Leute machen können, was sie wollen. Und das natürlich entsteht da ein bisschen Misstrauen, gerade gegen Personen, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, die man nicht einschätzen kann. Da kommt auch dieser unsägliche Altpirat-Neupirat-Sache dazu. Das hat ja damit nichts zu tun, sondern ich denke, das entsteht aus einer Angst heraus, dass man wirklich jemanden reinsetzt, der sich dann als jemand entpuppt, der vollkommen anders ist, als man sich das vorgestellt hat und dann halt eben nicht mehr drankommt. Und die Angst ist ja, vom Grunde genommen ist die ja berechtigt. Also es ist ja nicht so, dass das vollkommen aus der Luft gegriffen ist. Nur wir lähmen uns ein bisschen damit und ich denke, wir sollten uns einfach auch ein bisschen mehr vertrauen. Wir sollten das begleitend machen. Also wirklich gucken, was machen die Leute, wie agieren sie auf, ich sag mal, besondere Herausforderungen. Ja. Und dadurch einfach die Leute danach bewerten, was sie tun und was sie lassen. Und das ist am besten und das kann in Ruhe geschehen, das kann irgendwie ohne großes Taktieren geschehen oder öffentlich machen, denn im Endeffekt die Entscheidung muss jeder für sich selber finden. Da gibt es keinen Gruppenzwang, da gibt es irgendwie kein Gemeinbild und wir machen auch keine Mehrheitsfindung, bevor jeder abstimmen darf, sondern die ergibt sich halt aus der Mehrheitsfindung und das muss halt jeder für sich finden, was er meint, was vertretbar ist und was nicht vertretbar ist und was gut und was schlecht ist. Okay, dann, die kommt zwar irgendwo später noch die Frage, aber die wurde jetzt hier reingeschrieben, gerade im Anschluss, ob du für Mandate kandidieren willst, ob du selber irgendwo Landtag, Bundestag, Europaparlament irgendwie Interesse hast. Ja, das ist ja schon recht lang bekannt, da hatte ich mich ja relativ früh schon zu geäußert, dass ich Interesse an einem Landtagsmandat habe. Aber auch gesehen, dass, wenn man sich meine Bewerbungsseite also auf der Benutzerseite im Wiki anschaut, kann man sehen, dass es da durchaus vielleicht Schwierigkeiten gibt mit der Bewerbung jetzt auch als Landesvorstand. Das muss man halt offen ansprechen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Und dann werden wir sehen. Also wenn die Mehrheit der Piraten der Meinung ist, es wäre ein Problem, dass man jetzt so quasi in der Vorbereitungsphase gleichzeitig Kandidat ist für das, was man vorzubereiten hat, dann werde ich die Kandidatur für den Vorstand zurückziehen. Das ist, da müssen wir nicht großartig diskutieren, Leute. Das ist ein Punkt, wo da darf kein Zweifel bestehen. Ja. Ich habe jetzt so lange Vorstand gemacht, im Zweifelsfall kann es auch ein anderer machen. Ja. Wir haben ja genug Bewerber. Aber ich würde es halt gerne machen, weil ich denke, ich kann es.
Okay, Julia, war da noch was auf Twitter? Ja, auf Twitter. Das geht jetzt allerdings thematisch wieder in eine andere Richtung. Also falls noch zu dem Also wir verlassen, dem Bereich wir verlassen dieses Landtag. Thema, jetzt kommt es zur Kandidatur direkt. Also vielleicht passt das gut, ganz gut. Also ich habe noch eine Frage aus Twitter. Was in deiner bisherigen Amtszeit, glaubst du, deine größte Leistung war? Könnte ich nicht beantworten. Also es sind halt viele, viele kleine Sachen, jetzt weiß ich dann nicht, aber nein. Die letzten zwei Zahlen, wenn ich mich daran erinnere. Ich vertraue halt. Oh ja. So die größte persönliche Leistung weiß ich gar nicht. Es sind viele kleine Steps und manchmal kommt es zu einer größeren Leistung durch andere, die man vielleicht irgendwo unterstützt hat. Oder wo man einfach nur eine Idee gebracht hat, die dann zu etwas Großem aufbauen. Das ist, denke ich, genauso wichtig. Und aber jetzt so eine größte Leistung. Gut, daraus klingt so ein bisschen raus, dass du auch eigentlich weniger so irgendwie weniger steuernd, motivierend irgendwie in die Arbeit der Basis eingreifen willst. Ja. Interpretiere ich das richtig? Also, ja, das hatte ich ja auch schon gesagt, das mehrfach, dass ich in das, was die Basis macht, nicht eingreifen möchte. Ja, wenn dort Ideen entstehen und auch wenn konträre Ideen entstehen, dann muss man halt schauen, dass sich eventuell dann zwei AGs gründen oder dass die beiden zusammenarbeiten und zwei unterschiedliche Anträge machen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich kann mich jetzt ja nicht hinstellen und sagen, die AG ist gut, die AG ist schlecht. Hm. Oder ich kann auch, ist auch immer schwierig, sich hinzustellen und sagen, so diese Arbeit will ich jetzt besonders unterstützen, weil auf der anderen Seite hat man natürlich auch für Gelder zu sorgen. Ja? Wenn AK Bildung Geld beantragt, um eine Sitzung zu machen oder AK Soziales, da muss man halt eben gucken, wenn nicht so viel Geld da ist, kann ich beides machen und wenn nicht, wen nehme ich? Wenn ich mich da jetzt im Vorfeld stark für die eine oder andere orientiere und dort mitarbeite, dann bekommt das natürlich alles auch ein Geschmäckle. Und diese Neutralität würde ich mir ganz gerne schon bewahren. Und was ist, wenn zu wenig passiert? Also wenn du zum Beispiel jetzt in Vorbereitung auf die Landtagswahl das Gefühl hättest, es wird zu wenig am Programm gearbeitet, die Basis macht nichts, die streitet sich nur oder so, was würdest du dann machen? Also siehst du das als eine Aufgabe als Vorsitzender, da was zu machen? Und wie würdest du damit umgehen? Die Frage wäre vielmehr, was könnte man überhaupt machen dabei? Mhm. Ja? Ich kann natürlich auf der Mailingliste auf und abspringen wie das HW-Männchen und sagen, macht endlich was, das Ergebnis davon kennen wir ja. Also das haben ja schon mehrere versucht. Das ist total sinnbefreit, weil dann kommt der nächste Thread, der sich damit beschäftigt, dass ich wie ein HW-Männchen auf und abgesprungen bin. Das führt immer noch nicht zur inhaltlichen Arbeit. Wo wir, glaube ich, besonders stark sind, ist, wenn wir einen konkreten Ansatz haben. Ja, wenn wir irgendwie eine Aktion haben oder irgendeine Vorlage, die uns von außen geliefert wird, wo wir dann wirklich sagen, so und jetzt regen wir uns gemeinschaftlich auf und dann passiert auch was. Ja, aber das, ja quasi, ein Shitstorm, aber in eine andere Richtung. Ja, und da passiert auch was. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass so wenig so im Nachgang passiert. Also dieser Apfeltag zum Beispiel, da gab es ja die Idee, was man jetzt immer auch davon halten mag. Ich fand gut, aber gut. Die Idee, halt jetzt nachzuverfolgen, was passiert denn sonst noch alles in Schulen. Ja, okay. Und es gibt ja noch einen Thread, der jetzt noch so ein bisschen lebendig ist. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen. Ja, es gab da noch ein paar Mails auf der PPH zu Werbung an Schulen. Aber so richtig voran geht das auch nicht. Nur, was will ein Vorsitzender dabei machen? Oder überhaupt irgendein Vorstandsmitglied? Und selber eine AG gründen und sagen, so wer jetzt nicht reinkommt, kriegt einen Puff. Es geht einfach nicht. Mm. Ja, man kann dieses Motivieren kann nur immer nur ein Anschub sein, irgendwo ein Thema zu haben und zu sagen, okay, sich Leute rauszusuchen, die sagen, die jetzt in der Vergangenheit schon Themen geackert haben, die vielleicht im selben Rahmen lagen und sagen, okay, wäre das nicht nochmal was für euch? Oder auf irgendein AK oder AG oder sonst was zuzugehen, zu sagen, ist das nicht ein Thema für euch? Ja. Mhm. Aber viel mehr
Und was ich mir natürlich wünschen würde, ist, dass diese Idee, die wir haben mit AG, AKs, PGs, dass das ein bisschen mehr belebt wird und ein bisschen öffentlicher ist, was da wirklich genau tut und geschieht, dass sich die Leute in diesen Gruppen organisieren. Das ist ja kein festes Gefüge. Ja. Kann ja jederzeit jeder kommen und gehen, wie er möchte. Aber dass Leute, die sagen, oh, das ist ein Thema, das interessiert mich, wirklich einen Ansprechpartner haben und sagen, okay, und nicht sich irgendwie auf PPH oder sonstigen Listen da irgendwie zu Tode wühlen und dann irgendwann sagen, ja gut, so richtig ist mir jetzt auch wieder nicht. Mhm. Ja. Okay. Also wir haben einen ganzen Fragenblock, den man relativ überspringen kann, glaube ich. Was hat dich bewogen, für den Landesvorstand zu kandidieren? Du kannst es. Warum kandidierst du gerade für dieses Amt? Ich denke, das war jetzt die Nummer mit dem PolGF einfach, weil du den Vorsitzenden dafür sinnvoller erachtest in der Form. Hauptaufgabe im Landesvorstand, was du mit dem Amt erreichen willst, ja. Also vielleicht stelle ich das nochmal hin, was du mit dem Amt erreichen willst als Frage, so weiß ich nicht, ob du dann nochmal zwei Sätze so direkt als Vorsitzender. Ja, klar. Das hört sich ein bisschen doof an, aber eigentlich möchte ich, dass es so bleibt, wie es ist. Also natürlich nicht ganz so, aber ich sag mal, die Grundidee, dass der Vorstand ein organisatorisches Gremium ist, was sich irgendwie um Geld und Mitgliederdaten kümmert, und das finde ich so essentiell wichtig, dass ich das gerne behalten möchte, dass ich das bewahren möchte. Wir werden vieles ändern müssen, weil es wird einiges dazukommen, dann im Laufe der Jahre, des Jahres, je näher wir zu irgendwelchen Wahlen kommen, wobei die Bundestagswahl für uns wahrscheinlich noch nicht ganz so gravierend wird. Aber die Landtagswahl wird medial ziemlich viel auf Hessen geschaut, und da wird einiges an Arbeiten dazukommen, aber ich sehe nicht, dass wir das nicht gebacken kriegen. Wir haben das Konzept wie heißt das? Beauftragten. Oh Gott, das ist gar nicht so ein schweres Wort. Ja, und das hat sich, meines Erachtens, hat sich das bewährt. Also ich finde, ja, es wird, die Mitgliederverwaltung haben wir auf den Stand gekriegt durch Beauftragten. Wir haben Podiumsdiskussionen, suchen wir uns unsere Leute öffentlich raus und schicken die, von denen wir meinen, dass sie am besten geeignet sind. Und das sind nicht irgendwie 5 Hansels von 2000, sondern das sind halt, na gut, auch nicht 2000, sondern die halt aktiv mitmachen. Ja. Und die entscheiden darüber, und das finde ich gut so, und das möchte ich beibehalten. Okay. Also da schon mal ein klarer Gegensatz zum letzten Mal. Würdest du mit jemandem im Vorstand zusammenarbeiten, den du persönlich nicht leiden kannst? Und wenn ja, mit wem, steht hier noch bei? Wenn ich mir die Kandidatenliste so anschaue, gibt es keinen, den ich persönlich nicht leiden kann. So weit würde ich nicht gehen. Vielleicht kann man es ja ein bisschen anders sehen. Sollte so ein Semikolon sein. Na gut. Es gibt aber Leute, mit deren Politikstil oder mit deren, zumindest so wie ich es verstanden habe, mit ihren Änderungswünschen, also Stefan zum Beispiel, ja, ist, glaube ich, das Konträrste, was momentan so an verschiedenen Kandidaten so auf einen Posten zusammenkommt. Sonst gibt es ja immer nur einen irgendwie. Also das ist ja doch, ja, ich weiß nicht, so richtige Konkurrenzsituation haben wir ja gar nicht. Ich frage mich, wie wir die ganzen Beisätze übersetzen wollen. Ja, das ist super, wenn jemand kandidiert, zieht der jetzige Kandidat zurück oder so ähnlich. Stefan, das war die Aufforderung. Naja, also ich denke, es wird sehr schwierig, wenn die Unterschiede sehr gravierend sind. Weil ein Vorstand muss ja irgendwie auch funktionieren. Und wenn man sich ständig über Grundsätzlichkeiten kloppt, dann riskiert man auch ein bisschen, dass der Vorstand gelähmt wird. Und das ist etwas, das wäre so schlimm, dass man sagen müsste, okay, das sollten wir möglichst lassen. Aber ich denke, da werde ich mich mit Stefan auch nochmal unterhalten müssen, ob erstmal das, was ich glaube, was er gesagt hat, er tatsächlich auch gemeint hat, gesagt zu haben, ja, also von der Ausrichtung, und zum anderen, ob so gravierende Differenzen gibt in der Ausübung des Vorstands, dass ich sagen will, okay, wenn du Vorsitzender wirst, kann ich nicht Stellvertreter machen, das würde irgendwie nur Zoff geben, und das tut dem Landesverband nicht gut, und
deswegen ist das zu vermeiden, weil der Landesverband ist das Wichtige, nicht der Vorstand. Okay, das heißt, du hast auf persönlicher Ebene da keine Probleme, sondern eher das Problem mit der Arbeitsweise, dass du irgendwie dann siehst, dass der Vorstand, wenn er dann zu heterogen in bestimmter Form wird, von der Arbeitsweise her, dass das ein Problem geben könnte. Ja, ich meine, schau dir Tuma an. Also ich kann Tuma am Anfang nicht, und als er sich vorgestellt hat, habe ich gedacht, bitte nicht. Er weiß es, deswegen kann ich es offen sagen. Ja, und mittlerweile, also bestehen überhaupt keine Differenzen mehr. Ja, also jetzt auf menschlicher Ebene. Ja, er redet mir manchmal ein bisschen zu viel, ich rede ihm wahrscheinlich manchmal ein bisschen zu laut, aber das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten. Ja? Und so kann sich das auch entwickeln. Das ist jetzt nicht, wo ich sage, da ist jemand, nee. Den hasse ich abgrundtief. Ja, den Stefan hatte ich letzte Woche gefragt, beziehungsweise darauf angesprochen, dass ja gar keine Frauen kandidieren. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Ich glaube, es steht jetzt eine Frau auf der Kandidatenliste. Aber wie siehst du das? Findest du es wichtig, dass man irgendwie ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Vorstand hat? Oder ist das völlig egal? Und ja. Wir haben ja noch nicht mal ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Kandidatenaufstellung. Aber die Kandidatenaufstellung ist etwas, was jeder Einzelne für sich tun muss. Oder halt tun lassen muss, wenn er mal vorgeschlagen wird. Offensichtlich finden es die Frauen auch, dass kein Problem ist, sonst gäbe es mehr Bewerbung auf die Kandidaten. Also, ich finde es kein Problem, ich finde es schade, ja? Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, da brauchen wir unbedingt eine Quote, um das zu ändern. Zum Beispiel Quote. Ja. Es gibt ja nur andere Maßnahmen. Durchaus, so Motivation oder so. Beauftragung zum Vorsitzenden. Genau, Beauftragung zur Frau. Okay. Zeit hatten wir, wie viel Zeit du aufwenden kannst. Du kannst Zeit aufwenden. Kritik, wie kannst du mit Kritik umgehen, auch persönliche, ungerechtfertigte Kritik gebasht zu werden? Irgendwie passiert dir sowas überhaupt oder kannst du damit umgehen? Also richtig. Persönlich ungerechtfertigte Kritik kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Kritik selber an der... Kannst du dich an was erinnern? Dann nur raus. Nein. Ich kann ja nicht wissen, ob die Kritik an dir jemals ungerechtfertigt war. Persönlich. Ob sie persönlich war. Ja gut, vielleicht gab es das tatsächlich nie. Aber dann kannst du dich ja in die Lage hineinversetzen, weil wenn du erstmal Vorsitzender bist... Da wird das bestimmt vorkommen. Nö, da bin ich relativ relaxed. Was Kritik an meiner Arbeit angeht, ja, die gab es natürlich schon häufiger. Und da kann jetzt jeder selber beurteilen, wie ich damit umgegangen bin. Kann man ja nachlesen, die meisten waren dabei. Ich glaube, das ist relativ entspannt. Und wenn ich einen Fehler mache und den einsehe, was gelegentlich vorkommen soll, dann... gebe ich den auch zu und ändere das. Ja, also das, da bin ich ziemlich entspannt. Okay. Ja. Persönliche Kritik sollte so kommen, kläre ich dann mit demjenigen, der sie äußert. Aber das brauche ich nicht öffentlich zu machen. Ist ja persönlich. Klar. Die Frage nach dem Arbeitsstil brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Den Organisierer, Delegierer, Koordinator, Do-it-yourself, Moderator, Bestimmer. Bestimmer bist du bestimmt nicht derjenige, der... Die Beauftragung. Ja, dann ist aber wegbestimmt. Dann kommt diese obligatorische Frage, wie willst du Themen, nicht ob du Themen statt Köpfe besetzen willst, sondern wie willst du Themen statt Köpfe umsetzen? Genauso wie wir es gerade machen. Indem wir die Leute hinschicken, die am meisten von dem Thema eine Ahnung haben, indem wir immer wieder neue Leute suchen, die von Themen Ahnung haben und indem wir möglichst wenig oder auch durchaus mal auch der Presse widersprechen können, wenn die sagen, okay, wir wollen aber den Vorsitzenden und wir sagen, der Vorsitzende hat davon keine Ahnung oder wer auch immer, dann wird er halt nicht hingeschickt, dann gibt es das Interview halt nicht. Ja, das ist kein Beinbruch. Ja, das tut nicht weh, ein Interview mal nicht geführt zu haben. Aber es tut weh, ein Interview geführt zu haben, von dem man keine Ahnung hat. Das tut weh. Und genau das, so sollte das meiner Meinung nach weitergemacht werden. Wir müssen das noch viel mehr
pushen und wir müssen das noch viel mehr weiterführen, dass es mehr Leute gibt, die sagen, okay, dem Thema kenne ich mich auch. Es sind nicht nur zwei irgendwie im Urheberrecht und eins im Recht allgemein oder zwei oder ja, wir brauchen viel mehr Leute und das sollte auch aus den AKs zum Beispiel wachsen oder du im Bildungsbereich, ja, da muss es mehr Leute geben, damit wir da auch wechseln können, weil ansonsten haben wir genau dasselbe Problem, nur andersrum, die gibt es noch. Ja. Klar. Vor allen Dingen, dann sind es keine gewählten Leute mehr, dann sind es nur dann die Köpfe, die speziell dafür stehen. Ja, wobei gewählt Thema. Bleiben sie ja mehr oder weniger für diese eine Aufgabe ja auch, wobei halt mehr oder weniger, wir wählen ja jetzt nicht jeden durch VMB, ob der jetzt zum Podium hin darf oder nicht, sondern schauen mal, gibt es da irgendwie Kritik dagegen und wenn ja, ist die berechtigt und danach kann man dann ja entscheiden und das ist in der Vergangenheit, hat das gut funktioniert. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass wir irgendeine Podiumsdiskussion versäumt hätten, außer es hat sich überhaupt keiner gefunden. Und wo dann auch die im Vorstand gesagt worden ist, nee, bitte nicht. Okay. Ja. Du hast jetzt gerade was erwähnt, was man typischerweise im VMB nicht abstimmt. Oh. Aber es gibt ja durchaus Differenzen im LV darüber, wie oft und für welche Arten von Fragen das VMB eingesetzt werden soll und auch diese Diskussion, ob irgendwie VMB und Liquid Feedback zwei konkurrierende Systeme sind oder irgendwie unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Also da würde mich interessieren einmal, wie du dazu stehst, wie oft man diese VMBs einsetzen sollte, für was für Arten von Fragen und wie du zu dieser Diskussion VMB versus Liquid Feedback stehst. Ich würde VMB gerne so lange einsetzen und so häufig, wie es sich tatsächlich ergibt. Also wenn es eine Fragestellung gibt, dann würde ich die gerne, wenn das entsprechende Volumen hoch genug ist, also das Interesse erkennbar hoch genug ist, dann würde ich das auch gerne über VMB hinterher zumindest vorübergehend festmeißeln wollen. Mhm. Also egal, ob politisches Thema oder irgendwie interne Organisation. Ja, es ist die breiteste Möglichkeit, wie wir die Basis teilhaben lassen können an Entscheidungen. Es ist, gerade wenn die Anträge durchgehen, auch unter Umständen ein sehr schnelles Entscheidungsmedium. Und es bedeutet, außer die Anträge, also das, was in Liquid Feedback hinterfragt wird, ist jetzt sehr aufwendig, wie zum Beispiel das Hessen-Programm, das ist halt schon sehr viel zu lesen. Ich glaube, das werden sich sehr wenige antun, leider. Aber normalerweise ist die Fragestellung ja relativ einfach. Ja. Und insofern ist der Zeitaufwand jetzt auch nicht so besonders hoch. Ja. Wenn Feedback kommt, also ja, 10 VMB-Anfragen am Tag, das ist jetzt doch ein bisschen viel. Mhm. Okay, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann ist VMB vielleicht nicht mehr das Richtige. Aber bis das so ist, und das sehe ich noch nicht, wie viele VMBs haben wir denn? Ja, kann man eine Hand aufzählen. Na, zwei. Aber innerhalb von einem Jahr. Ja. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, dass das da droht, auch auf unmittelbare nächste Zeit das System zusammenzubrechen oder die User zusammenzubrechen unter den VMB-Anfragen. Mhm. Ja. Liquid Feedback ist was ganz anderes. Das ist, VMB ist eine einfache Fragestellung, ja, nein, ja, Zustimmung, Ablehnung. Liquid Feedback ist meiner Meinung nach eine Entwicklung. Mhm. Ja, ich hab einen Antrag oder ich habe eine Idee, die ich natürlich im Vorfeld am besten schon mal so ein bisschen besprochen habe, schon mal auch nicht alleine irgendwie im Zimmerchen ausgekoren habe, sondern am besten schon mit Leuten zusammen. Und die stelle ich der Öffentlichkeit vor, das auf einer Mailingliste zu machen, das haben wir gesehen, ist eine Katastrophe. Und dafür ist Liquid Feedback ein wunderbares Mittel und eine Möglichkeit, diese Anträge zu verbessern, sich auch selber Feedback einzuholen, außerhalb des eigenen, der eigenen Sphäre, die man durch sein Netzwerk und seine Bekannten hat, einfach zu schauen, okay, wie stehen die Piraten dazu mehrheitlich und gibt es da Sachen, die ich vielleicht einfach schlicht übersehen habe.
in dem Antrag, ja, die da unbedingt noch rein müssen oder die da gar nicht rein müssen. Und das ist das kann man wunderbar in Liquid Feedback machen. Und das, deswegen gibt es das System ja auch, oder wahrscheinlich nicht nur deswegen, sondern eigentlich, weil es ein Antrag auf eine FPT gibt. Aber ich denke, die meisten betreiben es so auch. Hm. Ja. Die Beteiligung könnte höher sein. Ja, das ist sicher richtig. Aber das kann man ja nicht erzwingen, und das willst du ja als Vorstand auch nicht. Nee. Deswegen habe ich die Frage auch ausgelassen, wie du den Vorstand siehst, eher verwaltend oder politisch inhaltlich tätig. Das haben wir, glaube ich, geklärt. Ich glaube auch. Die nächste Frage ist, im Vorfeld der Bundes- und Landtagswahl wird die Presse vermehrt auf den Landesvorstand einstürmen. Welche Erfahrungen hast du mit der Presse und Pressearbeit? Welche Möglichkeiten siehst du, dich fortzubilden und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Also gleich ganz viele Aufgaben und wie du diese alle sehen würdest. Also mit Presse habe ich natürlich schon meine Erfahrung gemacht. Wie gesagt, bin ja schon eine Weile Vorstand in verschiedenen Tätigkeiten und auch in Wahljahren schon Vorstand gewesen. Wenn natürlich die mediale Aufmerksamkeit damals nicht dieselbe war wie heute. Wie gesagt, ja, ich habe schon Presseanfragen gemacht, ich habe da eine Erfahrung. Und Weiterbildung. Schwierig. Also in rhetorischer Hinsicht würde ich jetzt erstmal sagen, kann man ein bisschen hinten anstehen lassen. Was natürlich interessant wäre, wäre zum Beispiel in Hinsicht auf Hintergrund zu den ganzen Medienhäusern. Das wäre, um da Zusammenhänge besser zu kapieren. Da muss ich sagen, da bin ich noch ein ziemlich naiv. Dass du nicht irgendwie versehentlich einer rechtsorientierten Zeitschrift ein Interview gibst. Also ja, oder auch. Ja, genau. Ja. Ja, oder ich sag mal ganz plattes Beispiel, was jetzt nur wieder jeder kennt, ja, dass Welt zu Springer gehört. Ja, das muss man halt einfach wissen. Ja, oder auch mal bei kleineren Zeitungen oder Verlagen einfach zu wissen, was haben die überhaupt für ein Background? Ja, was ist das? Und wie kann man die einschätzen? Und da gibt es für mich noch einiges zu tun. Okay. Ja, jetzt wird's schön. Du möchtest die von dir investierte Zeit eher zurückfahren, heißt es hier. Weiß nicht, wo das herkommt. Mehr auf die Basis verteilen. Ein sichtbarer Vorstand warst du bereits im letzten Jahr eher nicht. Ist es in einem Jahr mit zwei Wahlen nicht realistischer, wesentlich mehr Zeit investieren zu müssen, also wesentlich mehr Zeit investieren zu müssen? Also auf die letzte Frage, ja. Der Anfang, wo der herkommt, das weiß ich halt eben nicht, weil ich meines Wissens nie gesagt, dass ich meine Zeit zurückfahren wollte. Was ich machen wollte, ist, die Arbeit auf die Basis zu verteilen, das sage ich immer wieder. Die Arbeit muss die Basis machen, außer das, was halt eben organisatorisch ist. Aber einen Stammtisch zu eröffnen, das ist die Aufgabe des Vorstands. Ja, oder sich irgendwie ein AK zu organisieren, da kann der Vorstand helfen, wenn man nicht weiß, wie das geht, natürlich. Ja. Und das passiert auch ständig im Hintergrund. Aber das muss ich ja nicht über die Mailingliste brüllen. Ja. Sondern klar, der Großteil meiner Arbeit geschieht tatsächlich im Hintergrund. Das ist irgendwie Standard-Vorstandsarbeit und ich habe meine Zeit massiv ausgedehnt im Vergleich zu Anfang des Jahres oder Ende des vorigen Jahres, als wir gewählt worden sind. Und also da weiß ich nicht, wo das herkommt, aber möchte ich auch gar nicht. Also insofern. Okay, das heißt im Endeffekt, also du bleibst auch als Vorsitzender im Hintergrund ein wenig mehr. Also du bist generell, du hast ja gesagt, du willst nicht eingreifen irgendwie, aber so wie es jetzt ist auch, also du wirst nicht irgendwie auf Mailinglisten präsenter sein oder irgendwas oder auf einmal mehr auf Stammtischen, auf irgendwelchen Veranstaltungen aufkreuzen. Nee, Stammtisch ist was anderes. Stammtische sehe ich schon als Aufgabe, sich dort auch mal zu präsentieren und Ansprechpartner zu sein, sehe ich schon als Aufgabe des Vorstandes. Das hat mal ja sehr, sehr viel gemacht. Sollte ich dann Vorstandsvorsitzender werden, wäre das dann auch meine Aufgabe. Das muss geschehen, weil es ist ja nicht nur Präsentation nach außen, es ist ja auch Präsentation nach innen. Und gerade bei den Stammtischen haben wir teilweise sehr, sehr viele neue, was toll ist. Und vielleicht wollen die dann auch mal wirklich auch mal
jemanden sehen und ja, haben Fragen und so ein Zeugs. Also okay. Ganz fürchterlich. Nee, also das würde tatsächlich, das wäre so der Punkt, den ich ausbauen würde und auch wollen würde. Auf Mailinglisten selber. Auf was für Stammtischen sieht man dich denn so für gewöhnlich? Also für gewöhnlich sieht man mich auf sehr wenigen Stammtischen. Vereinzelt besuche ich den Impuls. Ich war auch mal in Höchst. Das ist immer so blöd zu fahren. Wo war ich denn sonst noch mal? In Marburg war ich mal, dann irgendwo, oh Gott, das war irgendwo weit unten, aber ich bin sehr wenig auf Stammtisch. Ja. Wie gesagt, das ist ein Punkt, da der wird sich dritte Jetzt Tag. Jetzt weißt du es. Ein Wahlversprechen. Nein, das ist ja, okay. Ein Wahlversprechen, ja. Oh Mann, ich wollte doch kein Versprechen. Okay. Nee, dann kommen wir einfach zu Suggestivfragen. Oh ja. Wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Wenn sich Freunde von mir mit anderen Piraten streiten sollen, halte ich mich nach Möglichkeit raus. Es ist extrem schwierig, objektiv zu bleiben, wenn es um Freundschaften geht. Also da müsste nach Möglichkeit halt jemand anders schlichten. Sollte das nicht möglich sein, klar versuche ich objektiv zu bleiben. Aber jetzt zu sagen, ey, ich bin die Objektivität in Person und ich werde niemals, werde ich meinen Freund vor, ja, das ist okay. Kein Wahlversprechen. Braucht Hessen Vertrauenspirat? Hä? Braucht Hessen Vertrauenspirat? Kriegen sie jetzt. Und finde ich auch gut. Ja. Ich hatte halt mit dem Diskriminierungsbeauftragten so meine Probleme. Wo ist der Diskriminierungs- von der... Ja, der kommt doch bestimmt. Ah, der kommt gleich. Okay. Ja, den nehmen wir direkt vorne weg. Ja, weil der Aufgabenumfang war mir zu umfangreich und der war mir auch nicht offen genug. Aber Vertrauensberaten ist eine Einrichtung, von der ich eigentlich mal ausgegangen wäre, dass sie sich von selbst ergibt. Also, dass jeder seine Vertrauen, seine Bezugspersonen hat, seine Vertrauenspersonen, wo man sagt, okay, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gemobbt, an die kann ich mich wenden. Mhm. Aber da das offensichtlich nicht der Fall ist, muss man da halt auch drauf reagieren. Und da finde ich den Vertrauenspartner gut. Wir wachsen halt auch einfach schneller. Und dann, es gibt sicherlich einen Großteil der Mitglieder, die das so handhaben, aber... gerade für Leute, die neu dazukommen, ist das dann vielleicht erstmal so ein bisschen schwieriger. Ja, das kann durchaus sein. Also wie gesagt, wir haben Bewerbungen dafür, die werden wir uns, die Frist ist ja am Sonntag abgelaufen und die werden wir jetzt alle nach und nach interviewen. Und ja, so, ich kann schon sagen, alle Bewerber haben gesagt, dass sie einer öffentlichen zugestimmt haben. Das heißt, in dem Fall werden wir das halt auch im Rahmen einer Telco öffentlich machen. Ja. Okay, auch um dich zu verwirren, Stefan hat es verwirrt, wie siehst du das hessische Verhältnis zu den Berliner Piraten? So heißt die Frage wirklich. Ja, ja. Also, okay. Verhältnis ich hätte, Hessen-Berlin. Ich hätte jetzt ja schon mal mich darauf vorbereiten können, aber hab's natürlich nicht. Hast du schnell Verhältnisse aufgebaut zu Berliner Piraten? Hast du schnell Verhältnisse aufgebaut zu Berliner Piraten? Auch nicht anders als zu anderen Landesverbänden. Aber ich war einmal auf Einladung der Berliner, war ich dort auf der Aufstellungsversammlung, war ich Versammlungsleiter, also die da zu dem September-Ergebnis geführt hat. Man trifft sich natürlich... bei allen möglichen Veranstaltungen, die jetzt irgendwie bundesweit sind, läuft man sich über den Weg und gibt es auch Leute, die finde ich fürchterlich nett und es gibt Leute, die finde ich fürchterlich kompetent. Manchmal trifft es auch gemeinsam zu und es gibt auch Leute, die finde ich nicht ganz so kompetent. Also das heißt, ist jetzt nicht, wir haben keinen Bezug zum Berliner Landesverband. Oh mein Gott, Reinhard, ich komme ja. Also die Achse Wiesbaden-Berlin ist jetzt nicht irgendwie speziell? Nee. Also ich glaube auch einfach geografisch ergibt sich das nicht so. Wir haben jetzt mehrere Hessen, die irgendwie in Berlin aus irgendwelchen Gründen tätig sind. So. Mhm. Also zumindest häufiger dort sind. Ja, schön. Ja, also kann ja nicht schaden. Schöne Stadt. Ja, ich kenne mich schuldig, ich habe Familie da.
Das hast du noch nicht transparent gemacht. Doch, doch, schon. Ah, okay, dann ist ja alles. Das ist allgemein bekannt. Gut. Ach. Dennoch verdächtig. Spätestens ab jetzt. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, da sollten wir eher mal schauen, wie sieht es mit anderen Landesverbänden aus, die bei uns in der Gegend liegen. Ja, Thüringen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Hatten wir früher mal. Wir haben dort Sommerfest. Es sind auch ein paar Rheinland-Pfälzer da dran. Also ich habe das Gefühl, dass da fehlt zum Beispiel alles. Also Rheinland-Pfalz ist also gerade so Mainz-Wiesbaden, das ist also direkt der Verbindungspunkt. Ja, ja. Da ist so gar nichts. Also ich kriege Hessen halt viel mit und irgendwie scheint mir, es geht es ganz vielen anderen, aber auch das Rheinland-Pfalz halt irgendwie, das ist so über die andere Rheinseite drüber und das war's. Ja. Und da ist das kein Berührungspunkt so richtig. Ja, es gab der Matthias Heppner hat das ja mal versucht, ein bisschen anzustoßen so und hatte den Vorschlag gebracht, irgendwie eine gemeinsame Landesgeschäftsstelle in Mainz-Kastel zu machen. Wäre mir natürlich entgegengekommen. Ja, aber stimmt, aber, bei dir in der Stube, ja. Genau, das, also bei mir in der Straße ist gerade so ein Laden noch frei. Ja, okay. Nee. Aber also das stimmt schon. Ich wohne halt da in Mainz-Kastel und da ist wirklich, und ich war früher im Landesverband Rheinland-Pfalz und da ist doch extrem wenig Kommunikation und das war früher mehr. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht daran lag, dass es da einfach insgesamt weniger Piraten gab und da sind dann auch die Mainzer nach Frankfurt irgendwie zu den Demos. Wahrscheinlich, also ich meine, ich kann ja wieder ein bisschen aus dem Krieg erzählen, aber die Zusammenarbeit war früher sehr, sehr viel intensiver. Also ganz einfach, weil es auch sonst einfach von der Manpower nicht geklappt hätte. Als wir unsere ersten Landtagswahl hatten, da wären wir untergegangen, wenn man nicht Hilfe von allen möglichen Randgebieten, Nachbar-LVs gehabt hätten, so heißen die Jungs. Das wäre katastrophal geworden und da war es sehr, sehr intensiv. Wir haben ja früher viel in Wiesbaden gemacht und da kamen ständig irgendwie die zumindest die Mainzer rüber. Das ist ein bisschen schade, dass das eingeschlafen ist. Das müssten wir auch wieder intensivieren, also gerade in Hinsicht auf die Wahlen. Da klappt es zwar immer ganz gut, dass sie... ist das noch ein Wahlversprechen? Oder? Ist das noch nee, ein Wahlversprechen? Weil kann ich ja nicht einhalten. Ach. Ja, ich kann ja nicht was versprechen, was andere einlösen müssen. Das ist ein bisschen doof. Wie soll denn das gehen? Also kann ich natürlich, mit dem kann ich natürlich schon machen. Vorstand, ne? Eine gemeinsame Vorstandssitzung. Genau, das wäre doch super. Oh Mann. Und dann den Zusammenschluss der Bundesländer fordern im Wahlprogramm. Kann ich darüber einen VMB haben? Ja. Ja. Ich glaube. Muss nicht. Gut. Wer ist dein politisches Vorbild? Okay. Ich habe eine Gemeinsamkeit mit Stefan. Stefan, ich habe auch ganz. Okay. Hast du einen Führungsstil, wenn ja, welchen? Ich glaube, oder lehnst du Führung als Aufgabe eines Landesvorstands grundsätzlich ab? Ich meine, das haben wir, glaube ich, ein bisschen abgehakt, oder? Ein bisschen, ja. Also das Einzige, wo ich mir wirklich Führung erlaube, ist in der Telco. Da dann allerdings auch, wenn es sein muss, rigoros. Wirst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen? Ja, hurra, das haben wir ja gerade gehört. Ich habe ja noch nie mal meinen eigenen besucht. Mach ich ja heute. Wie willst du die Vernetzung vorantreiben? Ja. Wo ist der Masterplan? Genau. Ich hatte ja am Anfang, als ich mich zum Vollgef beworben habe, war das ja so quasi die Vernetzung der Mandatsträger und so weiter. Das war ja eigentlich mein großes, hehres Ziel und Wunsch, das richtig voranzutreiben mit Portal und bla 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 und eigentlich eine Stelle, wo man mit einem Klick überall drauf kommt. Und da muss ich sagen, da bin ich gnadenlos gescheitert und ich weiß nicht, wie ich es anders mache. Also mir fehlt einfach die Idee zu sagen, so und damit treiben wir jetzt die Vernetzung voran. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gehört, wir haben einen Kandidaten als Polgef, der da den Masterplan hat. Mhm. Ich hoffe, er hat ihn wirklich, weil das ist eine Sache, die wirklich auch wichtig ist. Wir müssen mehr zusammenarbeiten, die ganzen Kommunalpolitiker, Mandatsträger, dass die jedes Mal wieder ihren Antrag selber entwickeln. Das ist sowas von... Ja, überflüssig. Julia, hast du noch was direkt? Im Twitter nicht, nee.
Nö, dann mache ich hier weiter. Hast du bereits im beruflichen oder politischen Umfeld Erfahrung mit Führung gemacht oder mit Führungsaufgaben? Ja. Gut. Ja, also kann man vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Ich habe virtuelle Teams beruflich geleitet. Ich habe eine Filiale geleitet. Das ist allerdings schon einige Zeit her. Ich war Betriebsrat und habe diverse Ausschüsse geleitet. Damit habe ich mich gerade vom aktuellen Arbeitsmarkt, glaube ich, verabschiedet. Hallo Arbeitgeber. Aber ja. Wir können das auch auf Xing packen, dann das Video. Ja, bitte, unbedingt. Ja. Kriege ich als nächstes wahrscheinlich einen Brief von der Bundesagentur für Arbeit. Okay. Sie sind nicht mehr vermittlungsfähig, wir stellen die Zahlung an. Ja, je nachdem, wenn du Vorsitzender bist, kriegst du ihn, sonst kriegt den der jeweils andere Vorsitzende. Das ist ja auch gang und gäbe. Das Publikum lenkt hier mit niedlichen Tierbildern ab. Was? Ja, die haben gerade ein Koala ins Bild gehalten. So können wir doch nicht arbeiten. Aber Fragen kommen nicht. Die Frage ist, welche politische Aussage steckt dahinter? Ich glaube, es war die Frage nach dem Führungs. Führungsstil von vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, ich weiß nicht. Ich esse keinen Eukalyptus. Die haben bestimmt Hunger. Bist du so sicher? Okay, die eine Frage überspringe ich, die ist wirr. Deine drei größten Fails auf Kreis-, Landes- und Bundesebene, vielleicht beschränken wir es auf einen Fail pro Ebene, wenn dir sowas einfällt. Stefan hatte da auch irgendwie so seine Schwierigkeiten, sich selber zu benennen irgendwie, aber es ist so diese Standardfrage. Irgendwie. Ja, natürlich, die kommt immer wieder, also auf Bundesebene nicht, weil da war ich nie aktiv. Da kenne ich keine. Wer eine kennt, mag sie mir zuschicken. Ich also 2009 bei der Versammlungsleitung vom Bundesparteitag. Oh, da warst du laut. Da warst du laut. Nee, genau. Oh, ja. Ach stimmt, ja, die habe ich ja auch noch gemacht. Stimmt, das wäre Bundesebene, das stimmt. Mhm. Ja. Nee, das war mein erster WPT. Hm. Da habe ich gleich einen guten Eindruck. Ja. Nee, da gab es tatsächlich einen Fail. und zwar in Hamburg. Da hätte ich am zweiten Tag die Versammlungsleitung abgeben müssen. Ich war fertig. Ich war ein Schatten meiner selbst und da hätte ich einfach konsequent sagen müssen, Jungs, sucht euch jemand anders, ich kann es nicht mehr. Habe ich aber nicht. Gut, wir haben es überlebt, wir haben es, auch wenn wir den einen Beschluss, den fand ich den schönsten Beschluss, der je unter meiner Leitung gefasst worden ist, den nächsten LPT zu beschließen. Den Termin des nächsten LPTs auf dem LPT zu beschließen und das Datum dafür BPT. Zu vertagen. BPT. Hä? Ja, wer, also ich ja, war da, aber es kam, stimmt. Es kam ein Antrag, dass dieser BPT doch bitte das nächste Datum, also den nächsten, das Datum beschließen sollte. Und es war leider schon ziemlich spät und dann, wie das so ist, ja, dann wurden Daten in den Raum geschmissen. Wir hatten anschließend den halben Kalender. Stimmt, ja, nein, und, da ist das Wave-Gothic-Treffen. Ja, und dann waren wir leider gezwungen, irgendwie den die Beschlussfassung darüber auf den nächsten WPT zu vertagen. Das war großartig, aber es hat trotzdem... Dieser Formfehler konnte geheilt werden. Ja, wir haben es dann einfach den Vorstand machen lassen. Ja. Also das war, glaube ich, so... Ja. Ansonsten LV auf LV-Ebene, gab es bestimmt auch irgendwelche Fails, mit Sicherheit. Ich kann ja mal ein Pad aufmachen, dann können wir sammeln. Und auf Kreisebene, okay. Kaum. Dann lassen wir das. Zu wenig aktiv auf Kreisebene. Dann lassen wir das. Ja, immerhin ein Bundesfail. Ja. Schon mehr als der Stefan hatte. Der hat gar keinen Fail nennen können. Ich glaube nicht. Wow. Dass so allen anderen Leuten so viel einfallen würden. Wie viel Zeit habe ich? Okay. Soll sich ein LV auch zu Bundesthemen wie zum Beispiel der Kernkraft positionieren? Ja. Warum?
weil wir unter Umständen eine andere Gewichtung in Beschlüssen haben könnten. Oder meistens ist ja, also ich sag mal, wenn aus der Bundespresse etwas kommt, ja, dann haben wir schon häufiger mal erlebt, dass wir so hessenweit, also gefühlt hessenweit, wir haben ja nie einen Form wieder gehört, aber gesagt haben, oh Gott, doch nicht so. Mhm. Ja, und da einfach eine eigene Lesart zu haben, finde ich, ist durchaus legitim, sollte man machen. Und gerade wenn es um Themen geht, wo sich der Bund jetzt zum Beispiel noch nicht positioniert hat oder wo wir uns im Bund noch nicht positioniert haben, dann natürlich auf jeden Fall. Also auch dann im Landtagswahlprogramm? Ja, klar. Okay. Also wir haben gerade im Landtagswahlprogramm, wir haben ja da geht es ja um Hessen. Mhm. Ja, ich sag mal, bis auf die großen Themen, die wir im Bund haben, geht es da halt auch ganz speziell um Hessen-Themen. Und natürlich müssen wir die in Hessen entwickeln. Nee, ich meine, ob auch Bundesthemen ins Landtagswahlprogramm rein sollten. Ja, natürlich. Also das ist ja, die Themen, die wir haben, sind so abstrahierbar, dass sie auch für Landesebene gewisse Bedeutung haben. Und sei das, wenn es um Finanzierung geht, um Subventionierung von irgendwelchen Sachen. Wenn wir jetzt sagen, wir sind gegen Atomkraft, dann wäre es blödsinnig, in Hessen zu sagen, naja, aber guck mal, wir haben da so eine niedliche kleine Firma in Hessen, die jetzt in Arbeitsplätze können wir schützen, die halt leider halt irgendwie mit Atomkraft zu tun hat. Wäre jetzt nicht konsistent. Mhm. Ja. Okay, gab es noch mehr im Pad? Da sind noch ein paar Sachen, das ist wieder das Gleiche mit den Perspektiven, das ist dann auch sehr, ich greife jetzt mal raus, wie stellst du die Zusammenarbeit zwischen einer zukünftigen eventuellen Landtagsfraktion, der Basis und dem Landesvorstand vor? Da kannst du noch ein bisschen... Oh, haben wir noch so viel Zeit? Wie lange? Naja, du musst wirklich in 10 Minuten aufhören zu reden, sonst hast du den Stefan übervorteilt. Müssen wir den Stefan nochmal einladen. Ja, stimmt. Dann kann man nochmal 10 Minuten laden. Ja, ja. Anstrengend und aufwendig, aber absolut notwendig. Ich weiß nicht, wie man das organisieren kann. Also wir sehen das ja auf Kreisebene, wo es nicht funktioniert. Hm. Ja. Oder zumindest nicht so, wie es einem Ideal auch nur annähernd nahe kommen würde. Und das ist, glaube ich, nicht den Mandatsträgern anzulasten, die einfach wahrscheinlich von der Zeit her schwimmen, zumindest mit denen ich gesprochen habe, wo man einfach sagen muss, okay, es geht nicht weiter. Ja, da müssen wir Sachen entwickeln, also wir als Partei, um es den Leuten einfacher zu machen. Eine Fraktion im Landtag oder im Bundestag hat es natürlich ein bisschen einfacher als jetzt ein Kreismandatsträger, der hat einen Apparat irgendwann mal hinter sich. Der Anfang wird wahrscheinlich wie immer ziemlich holprig sein, weil der muss erstmal gebildet werden, der muss funktionieren und dann davor wird man sehr viel experimentieren müssen, um die Offenheit und die Transparenz dort zu gewährleisten. Okay. Also Stefan sagt, wir können so lang machen. Er fühlt sich nicht übervorteilt, aber wir sollen dir auch einen Apfelsaft geben. Ach so. Okay. Ja, wenn du einen Apfelsaft willst, aber du bist ja auf dem Weg zum Stammtisch. Also genau. Da gibt es ja bestimmt Apfelsaft. Da gibt es genug Apfelsaft, ja. Okay. In rauen Mengen. Ja. Dann lassen wir das mal. Ich versuche das nochmal hier mit den Sachen, also Stefan hatte am Schluss auch so mit den Sachen, die vielleicht innerhalb von 2 Sätzen zu sagen sind. Du hast jetzt nicht den Masterplan für die Vernetzung unbedingt gehabt, dann ist die Frage, ob du den Masterplan hast, wie Piraten untereinander horizontal und vertikal miteinander kommunizieren sollten. Viel. Gut. Bist du eher ein Konsensvorstand oder siehst du deine Funktion darin, auch Kritik zu äußern bzw. Konflikte manchmal zu schüren, um Debatten voranzutreiben? Konflikte schüren ist meines Erachtens ein falscher Ansatz. Konsens find ich eine tolle Sache, zumindest wenn er jetzt nicht in der Selbstnegierung endet. Und Konflikte kann man auch durchaus mal austragen, aber man muss ihn nicht forcieren. Ich muss jetzt nicht ein Thema anspitzen, weil ich weiß, dass ich damit jemanden auf den Fuß treten kann.
Okay. Wie und welche programmatische Entwicklung wünschst du dir für die Piraten? Wo sollen wir uns zukünftig positionieren? Ein schwieriges Thema, weil ich da ein bisschen mit dem Emanuel gleichziehe. Je mehr wir uns positionieren und je mehr wir glauben, dass die Positionen, die wir gefunden haben, in Stein gemeißelt sind, desto weniger Bürgerbeteiligung ist für uns, ergibt sich für uns. Und desto weniger Spielraum für die Mandatsträger auch. Also sollten ja, das sich auch. Die Piraten natürlich schon. Für mehr Bürgerbeteiligung positionieren. Was heißt sollten? Das tun sie ja, hoffe ich doch, schon die ganze Zeit mal, aber halt mit mehr oder weniger Erfolg, also was die praktische Umsetzung angeht. Ich glaube nicht, dass wir zu jedem Furz und Feuerstein eine Meinung haben müssen oder eine Meinung bilden müssen, also ganz ehrlich nicht. Was wir viel mehr machen müssen, ist aus unserem großen Ganzen, was wir haben, was unser Programm quasi zusammenhält, was das Dach sein könnte, daraus wirklich allgemeine Grundsätze abzuleiten. Ja, dass wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel Teilhabe, ist das quasi der Kernpunkt der Piraten und aus dem lässt sich irgendetwas ableiten. Oder es sind halt andere Themen, wo wir sagen, das ist der Kernpunkt oder einer ist der Kernpunkte der Piraten und daraus haben wir Ableitungen für spezielle Themen. Ja. Das ist dann kommen wir wieder in den Bereich Interpretation, den wir anfangs hatten. Das muss sich dann halt eben in der Diskussion ergeben und festigen und damit kann man einzelne Punkte beantworten. Aber ob wir jetzt wirklich für jeden einzelnen Punkt irgendwas haben werden, ich glaube, es wird noch sehr, sehr lange dauern, oder ich hoffe es zumindest, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir den Masterplan für die Euro-Rettung gefunden haben. Und hältst du die, oder ist die Piratenpartei eine ideologiefreie Partei? Nee. Nö. Also ich glaube, wer ohne ideologischen Background Politik macht, hat eigentlich nur einen ideologischen Background. Es geht, natürlich sind wir nicht ideologiefrei, aber wir sind nicht auf eine Ideologie festgeschränkt. Also du hast eine andere als ich und eine andere als Sepp und als jeder von uns. Wir haben unterschiedlichen Ideologie-Mix. Mhm. Ja. Ich glaube, kaum einer bei uns ist jetzt wirklich, dass er sagt, ich bin aber Marxist. Mag es geben. Und hat auch seine Berechtigung. Es gibt genauso welche, die sagen, ich bin aber überzeugter Kapitalist, zum Beispiel. Ja, und hat genauso seine Berechtigung, der Mix macht es und der macht es aus. Aber dadurch ist das Ganze natürlich nicht ideologiefrei. So viel zu den zwei Sätzen. Vielleicht noch ein Nachteil von mir, ich kann ganz schlecht kurze Sätze bilden. Ach, du bist noch in der Zeit. Also wir machen noch ein Interview mit Tumay, ne? Der Mungus versucht dir hier auch noch geschickt die Zeit zu stehlen, obwohl es ihn ja nicht stört, indem er dich fragt, ob du nicht findest, dass diese Couch viel bequemer aussieht, als die, auf der du sitzt. Ja. Tja. Ja, also vielleicht haben wir damit jetzt extra eine Decke angebracht, eine Steppdecke, um es bequemer zu machen. Das ist von der Kameraentfernung halt so angenehmer. Ja. Aber ansonsten... Also der Nachteil, also für alle, die hier noch kommen mögen, es kommen ja hoffentlich noch viele, bitte nicht mit Schwung hinten meinen, ach, das sieht ja weich aus, dann ja. Das tut weh im Rücken, das ist nämlich einfach nur Holz mit der Decke. Und kleine Kandidaten haben ja auch Schwierigkeiten, also ich habe Schwierigkeiten auf dieser Couch zu sitzen und irgendwie noch meine Füße in Richtung Boden zu bewegen. Darf ich dir etwas in den Rücken? Jetzt ist es zu spät. Ja, aber beim nächsten Mal. Ich habe mich damit arrangiert. Julia hat ja ein Kaninchen im Rücken. Ich kann die Idee ja auch nicht. Okay, Filterfrage für Bundestagskandidatur. Nee, das hatten wir schon. Welche Zukunft wünschst du dir für die Partei? Ich wünsche mir, dass wir geruhsamer wachsen in Zukunft. Diese ganzen Wachstumswellen erfordern immer wieder ein unglaubliches Maß an Integrationsarbeit, was von der politischen Arbeit abhält. Ich würde mir ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen. Ich glaube, die kommt aber auch wieder, wenn die großen Wahlen erstmal vorbei sind. Dann regen wir uns halt über die auf, die da sind. Ich glaube, die Gelassenheit kommt, wird wieder ein bisschen zurückkommen. Da habe ich einfach auch das Vertrauen in unseren LV, dass der das wiederfindet und dass wir uns ein bisschen mehr auf das konzentrieren, weshalb wir hier überhaupt sind, nämlich
politisch was zu verändern und mehr Beteiligung möglich zu machen. Okay, dann als allerletztes eine Frage, die nicht so rüberkam, warum ausgerechnet du kandidierst, das kam als in der Antwort jetzt im Stream nicht ganz so rüber. Okay. Gegen Tuma, wenn du sagst, dass Tuma ja so ähnlich ist eigentlich und ihr euch beide irgendwie, ich sag mal, ergänzt oder sowas, warum jetzt ausgerechnet du jetzt, warum du nicht gesagt hast, Tuma kandidiert ja als Vorsitzender, ich mache jetzt den Stelf zum Beispiel. Und dann eben ja, da die Frage, warum sollten wir dich wählen dann? Also erstmal, warum trittst du gegen Tumay an und warum sollten wir denn dann dich statt Tumay wählen? Ja, ich tritt ja gar nicht gegen Tumay an. Aber also die Kandidatur ist natürlich auch ein bisschen, hat ein bisschen was Egoistisches natürlich auch. Ja, ich glaube, ich kann das und ich kann, und das ist für wäre für mich so die beste Möglichkeit, meine Zeit, die ich habe, in die Piratenpartei zu investieren, weil ich glaube, dass für die Piratenpartei dann am meisten rauskommt, als wenn ich andere Sachen mache, die ich vielleicht nicht ganz so gut kann. Ob man mich jetzt wählt oder ob man Tumay wählt oder wenn wir darüber übereingekommen sind, einen Stefan wählt, im Endeffekt, das ist eine Entscheidung, die jeder selber fällen muss. Ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt besonders gut und jenes besonders schlecht. Es ist einfach ein unterschiedliches Verhältnis. Ich kann mir auch nicht, also meine große Hoffnung ist ja immer noch, dass Checo jetzt mal irgendwann aus dem Puschen kommt und sagt, ich will Stellvertreter werden. Hallo Kai. Plus eins. Nein, jetzt soll ich ihn nicht mehr interviewen. Oh. Und dann wäre halt die Frage, warum trittst du gegen Checo an? Nee, mache ich auch nicht. Also ich tritt eigentlich nur an, weil ich denke, dass ich in diesem Amt das meiste tun kann, für die Partei als irgendwo anders. Und dass es halt zufällig nur mal ein Amt ist, ist halt Pech. Also das Amt gibt es halt einfach nur einmal und deswegen, ja, du könntest es ausfüllen und sagst, ich würde das auch gerne ausfüllen. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich haben, ansonsten könnt ihr auch einen Tumay haben. Darum geht es einfach gut. Ja. Ja. Also es gibt halt bestimmte Unterschiede, ja, die, glaube ich, jeder mitgekriegt hat, der so ein bisschen zumindest Vorstandsarbeit verfolgt hat. Und da kann man ja dann wählen, also mal abgesehen, dass man Stefan wählen kann. Das ist ein bisschen bedauerlich, immer irgendwie sticht er so ein bisschen raus. Ich finde das gemein, also von mir, so ein bisschen. Aber vielleicht mag er es auch. Aber da kann man halt wählen, was ist einem lieber, ja, das eine oder das andere. Aber wie gesagt, das große Ganze ändert sich nicht, ob man jetzt Tumay wählt oder mich wählt. Die grundsätzliche Entscheidung, wie ein Vorstand agieren soll, ist damit dieselbe. Ja, Julia, hast du noch, also ich hatte jetzt ganz zu allerletzt, aber möchtest du noch einen Nachschlag? War da noch was auf Twitter? Ist irgendwas passiert? Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Jetzt habe ich wieder. Ja. Endlich. Drei Ansätze für vier Zahlen. Ist ja okay. Twitter ist glücklich. Mein Code ist verraten. Und ja, und Morgens bedankt sich für die Werbung. Ja, gerne. War mir ein Vergnügen. Okay. Und wehe, du machst es falsch, wenn du irgendwas machen darfst. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön und danke Jürgen. Und dann gucken wir mal, wer als nächstes drankommt. Also am 18. hat der Age gesagt, dass er Zeit hätte. Okay. Der würde sich dann auch hier einfinden. Ich gucke mal, wie viel Polster ich dann noch in dieses Holzgestell hier packen kann, dass es schöner wird. Oder wir drehen die Couchen um oder machen irgendwas anderes. Keine mal Ahnung. Gucken, was ich am 18. mache. Das ist Mittwoch. Ja, das könnte krank. Ja. Ich komme am Mittwoch aus Brüssel wieder. Aber wir werden...